Da sind wir wieder mit unserer schönen Cassandra. In der letzten Folge haben wir die Bude auseinandergenommen. Was? Wobei, so ist die erwischen lassen, Cassandra. Da ist ja keiner mehr. Den haben wir auseinandergenommen, den Bunker. Hm. So, da haben wir nichts mehr, glaube ich, ne? Da war nichts mehr zum Holen, okay. So. Was gehen wir als nächstes an? Da, da, da. Okay. Wenn wir holen müssen, Pferd. Pferd gehört. So. Und los. Da ist was. Sehr gut. Dann mögen wir. Warte mal. Ne, ich verdrück mich da jedes Mal. Ich weiß nicht warum. Das markieren, okay. Das Lager haben wir, das haben wir. Dann werden wir hier so entlang reiten. Dann werden wir mal hier hinschauen. Ne? Und dann haben wir soweit schon alles abgeklappert hier auf der ersten Insel. Ne? Da müssen wir dann darüber und dann geht's ab. So. Na? Oh, 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 oh. Los geht's! Blöder Hund! Ne? Oh, oh. Los! Na? Komm schon! Zack, boom, liegt das schon, ne? Durchsuchen! Fünf Fälle! Na los! So. Komm schon! Hier gibt keine Straßen. Okay. Los! Ihr macht da ran da. Oh, ein Pferd. Ella. Ich steig gleich ab. So, haben wir es jetzt. Gibt's dir einen Weg irgendwo? Ja, normalerweise schon, ne? Hier. So. Da entlang. Rauf da. Oh. Okay. Jetzt fahren wir da oben schon, ne? Dann muss ich wieder runterfallen. So in der letzten Folge, ne? Da wollte er unbedingt runterspringen und dann ist er kaputt gewesen. Der Kleine. So. Aussichtspunkt. Geht's jetzt noch mit den. Ah, ja. Sehr gut, jetzt können wir wieder Autopilot machen. Oh ja. Was für ein Stress mit Cassandra und das Pferd, ne? Ganz ruhig, Brauner. Gleich sind wir dort. Läuft denn der hin? Kann ich jetzt eigentlich das Naht benutzen? Na, tatsächlich, cool. Beschleunigen. Das sind die nice, ne? So. War da was? Ne. Flieg, flieg. Bist denn du ferner? Da ist irgendwas gewesen, oder? Ah. Und weiter. Stopp, 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 Abbruch. Da sind Schatzdinger. Da müssen wir rein. So. Das ist, glaube ich, der eine See, ne? Mhm. Nochmal. Ne, Adler. Modus. Icarus. 70, 85 Meter. Okay, dann nimm den da. Okay. So. Ich hoffe, das geht sich aus. Durchsuchen. Schnell, schnell, schnell. Hoppala.
Okay. Nächste Schatzkiste. Durchsuchen. Ist noch was gewesen? Müssen wir nochmal runter. Mal rauf wieder. Ja, interagieren. BBA. Da haben wir das abgeschlossen. Sehr nice. So. Turn und runter. Da ist die Statue. Nichts, dann was? Nein? Nach oben? Alles schön scannen. Da ist wieder was gewesen, ne? Ich muss nach oben, warte mal. Da ist noch irgendwas. Das holen wir uns noch. Uiuiui. Sexy Danke hat die Cassandra, ne? Oh, ruck, da ist es. Das Ding. Da ist es. So. Okay, 4 Münzen. Die Statue war drüben, ne? Oder? Nein. Da ist es noch was. Okay. Jetzt haben wir alle Kisten, glaube ich, ne? Gucken. So. Warte mal. Das haben wir geschafft. Inventar. Was haben wir in dem Beutel bekommen? Okay, die haben wir abgeschlossen. So. Fähigkeiten. 9 Handschuh. Der Armschutz halt, ne? Stufe 4. Sieht das aus? Oh, oh, sexy. Nehmen wir das. Schnucki. So. Neues Röckchen. Sonst noch was? Schuhe? Nehmen wir die Treter. Okay. Waffe haben wir auch bekommen. Giant. Sense. Okay. Ach, das war da oben, ne? Genau. Meine letzte Folge. Geholt. So. Soweit haben wir alles, ne? Hüht. Ich spring auf, Cassandra. So, zack. Und zum Ziel. So. Na los. Und los. Das ist bequem. Eieieiei, wir sind ja richtig gut unterwegs auch. Alles schön am Looten. Okay. Ah, da ist was. Hinterhalt. Los geht's. Warte mal. Was sind denn das für Typen? Komm schon. Das ist eine Höhle, ne? Na, wo kommt denn da rein? Bewegung! Ja.
So, da sind die Typen. Echt? Ah, Schatzkiste. Da. Verstecken sie alle hier, ne? So, okay. Der Adler alles sehen kann. Der gute alte Icarus. Okay. So. Dann wollen wir mal. Da lang. Da runter. Okay. Absteigen. Runter da. Die Gegend wird gut bewacht. Oh ja. Yeah. Die machen mir alle kaputt. Diese guten Leute. So. Das sind Vierer-Typen, ne? Ich bin. Hallo, schöne. So. Wusstest du, dass ihr abgelehnt habt? Wir sollten den Konvoi trotzdem angreifen. Wir haben gute Männer, wir haben viel Geld. Du sagst es. Wir haben genug Erfahrung. Wir schaffen das. Wir können viel mehr als kleine Dorfkornkammern ausrauben. Guter Plan. Nicht so laut, habe ich gesagt. Das ist doch menschengemacht. Ja, ja, komm her. Sehr gut. Schlaf schön. Lass mal los. Danke. So. Halt! Bleib stehen! Da liegt wer. Bleibt wachsam. Da liegt keiner mehr. Komm her. Die müssen alle verscharren. Hier rein. Oh Mann, das ahntet den Arbeit aus. Oh Mann. Da rein da. So. Icarus. Ah, oh, Scheiße. Du, was hast du hier zu suchen? Ja! Stirb du! Sei leise! Mann, mit so einem Lärm! Kling. Okay, unser Schatz. Na. Wir kriegen einen neuen Schatz. Und was haben wir bekommen? Geplündete Opfergaben. Okay. Kling. Durchsuchen. Sehe ich mir mal an. Ja. Und zack. Geschnitten. So. Haben wir die Bude aufgeräumt. Wo ist das? Kling. Ich sehe das gar nicht. Das ist alles da oben, ne? Dann gehen wir mal rauf dann, ne? Hopp!
Cassandra, mach doch. So. Ich sehe das nicht. Wo ist das denn? Bling. So. Was war das jetzt? Super Jump, ne? Ding, ling, ling. Da oben. Drüben ist wieder was. Und hopp, Cassandra. Hopp, hopp. Go, go, Courage. So, geht's dir lang? Ja, da geht's raus. Ja, nicht schlecht, ne? So, wo ist unser Pferd? Ist wieder weg, ne? Ärgerlich. Stöckchen. Machen wir mal einen Adlermodus wieder. Quink, quink. Okay. Beschleunigen. Mach 5. Da ist nichts. War schon alles geplündert, ne? So. Nee. Pferdchen. Wo ist das Pferd? Was macht denn der da? Komm schon, komm. So. Ausgepfiffen. Oi, oi, oi. Ich sag jetzt. Da wachsen mir noch graue Haare von dem Spiel. So, mit dem Geier fliegen wir. Da finden wir ja was. Von Thomas. Da war was. Da haben wir schwarze Karte. So. Okay. Komm schon. Na, wer ist denn da? Hallo? Du siehst nicht gut aus. Ich muss sie verärgert haben. Die Götter! Du Buße. Das klingt nicht gut. Kann sein. Man sagt, sie wären sehr nachtragend. Früher betete ich in der Drogarati-Höhle zu Hermes. Das sind die Götter auch, weißt du? In der Höhle? Sie erfüllen Wünsche, wenn man ihnen etwas bringt. Also bringen alle Opfer hin und bitten im Gegenzug um etwas. Oh, doch meine Wünsche wurden nie erfüllt. Und nun gehen mir Geld und Opfergaben aus. Ich bin selber arm, weißt du? Ich habe etwas falsch gemacht. Du kennst Hermes. Er kann ein Schelm sein. Oh, es gibt viele Götter in der Höhle. Alle erbitten etwas anderes. Geh und höre sie selbst an. Ich gebe dir mein letztes Opfer, wenn du es tust. Ich muss wissen, ob sie echt sind. Sind sie nicht. Als ich das letzte Mal in der Drogarati-Höhle war, war sie voller Diebe. Das ist kein heiliger Ort. Keine Götter? Nicht einer? Nun, das wäre geklärt. Dann nimm mein Opfer für deine Tapferkeit.
Dankeschön. Quest abgeschlossen. Ah, hungriger. Okay. Weiß gar nicht mehr, wann ich das gemacht hätte. Ist drin noch was? Level 5. Oh yeah. Wir können uns neu ausrüsten. Geil. Inventar. Was haben wir denn da im Inventar? Neues Schwertchen. Okay. Aber wir haben ja ein episches. So. Okay. Nach oben. Nach oben. Das ist für Attentäter, ne? Das ganze Zeug da oben. Das ist okay. Was habe ich jetzt hier? Ein Speer. Okay. Was haben wir noch? Geplünderte Abvergaben. Okay, ein Käse haben wir auch. Sehr gut. Ein Helm. So. Den Helm. Okay. Ein epischer Helm. Oh, geil. Wuhu! Das ist auch episch. Das nehmen wir mit. So. Dann. Da auch. Sexy Sachen, ne? Hoppala. Okay, das geht nicht noch. Okay. Das haben wir jetzt gelegt. Oh yeah. Fast alles episch jetzt. Sehr nice. Jawohl. Bogen haben wir noch keinen. Hm. Schauen wir mal aussetzen. Oh, sexy. Auszeichnung freigeschalten. Novize. Okay. Ja, wie schaut's aus in der Hülle jetzt da, ne? Hoppala. Kling, 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 kling. Okay. Ich muss gut Material sammeln, ne? War doch hier schon mal, oder? Ich weiß das gar nicht. Hoppala! Ja, mal doch weiter. Ich muss mal kurz reinschauen. Wir müssen nur Geld enttreiben, verdammt. Ich habe nichts außer meinem Glauben, aber ich brauche Hilfe. Ich bin arm. Ich habe 4 hungrige Kinder und sonst nichts. Ich flechte Körbe für den Markt, aber mein Karren ist beschädigt. Wie soll ich ihn reparieren oder zum Markt kommen? Bitte hilf mir. Ich höre dich, Tochter des Hermes. O mächtiger Gott, ich bitte dich, hilf mir. Dein Gebet wurde erhört. Du wirst Reichtum vor deiner Tür finden, ehe du dich versiehst. Ich wusste, du erhörst mich. Jeden Morgen und jeden Abend gehöre ich dir. Alles unter meinem bescheidenen Dach in Sami ist dir geweiht. Ja, nun geh heim und warte, bis das Schicksal seinen Lauf nimmt. Das werde ich, großer Gott, das werde ich. Oh, ja, wenn sie Geld braucht, kommt die Beute der Banditen gerade recht. Muss jetzt Kohle abdrücken? Das ist wieder nicht so sexy, Cassandra. So nicht, Cassandra. Warte mal. Kling, 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 kling. Das klimpert alles. Cash in the dash. Da ist überall Cash, denke ich, versteckt.
da oben? Ist da was? Ja. Wie hier. So, spring runter, Cassandra. Wir haben nicht ewig Zeit. So. Wir wollen ja weiterkommen auch in diesem Let's Play mal, ne? Ja. Ja. Aufnehmen. Scheiße! Geh auf, geh auf! Was ist denn das hier? Hi. Ich mach was mit dir, Mädchen. Das brennt! Ja, Feuer heiß auch, ne? Chlor. Nimm die Fackel, hab ich gemeint, ne? Aber. Jetzt geht. Auf ihm. Verdammt, das gute Leder! Nein! Geh aus, geh aus! Ja, rollen, rollen. So. Haben wir's jetzt. Ich sehe nichts mehr, oder? Da noch was. Ich lass los, Cassandra. Das ist gut. Warte mal. Da hinten noch? Warm schon, oder? Cash. Oh, da liegt ja noch einer. Haben die schon versucht? Okay. Oh. Haben wir schon aufgemischt da. Okay. Okay. Ja, da haben wir schon. Die haben ja schon verfrühstückt, ne? So. What the fuck, ey. Echt sehr dunkel hier. Und drauf da. Da-dam-dam-dam-dam. So, zum Pferdchen rufen. So, geschenkten Gaul schaut mir nicht ins Maul, ne? So. Da. Das haben wir ja schon erledigt, ne? Da, lang. Los. Und los. Geht's? Ja, sehr gut. In 300 Metern hat sie ihr Ziel erreicht. 450, 310. Fliegen wir mal wieder. Vogel. So. Beschleunigen. Jetzt sind wir schon weit wieder zurück. Was ist denn da? Da ist auch nichts mehr. Keine Banditos. Da drüben müssen wir noch schauen, ne? Sam, Duris wird bei seinem Geschäft sein. Los! Interagieren. Seltene Arbeit. Akzeptieren. Da kriegen wir irgendwas Legendäres, glaube ich, ne? Na. So. Quest. Ah, ne. Wie war das? So. Schon nicht? Besorge 2 Wolfsfälle. Und den hat schon. Nein. Gnädige Götter. So. Fackel im Sturm. Achtung, Achtung. Wie sie gesagt hat, der Karren ist ziemlich mitgenommen. Anscheinend sollten diese neuen Körbe zum Markt. Und dann brach der Karren. So ein Scheiß, ne? Ja, Voodoo, ja. Ich würde warten, bis die schläft, ne?
Das sollte helfen. Besser sie als die Banditen. Oh yeah. Wir stehlen ein paar Körbe, ne? Oder auch nicht? Weiß nicht. Nee. Ach so, wir haben ja einen Fähigkeitspunkt auch dazu bekommen, wahrscheinlich, ne? Ah ja, ja. Siehst du? So. Wunderschönes. Wie man mag, wieder tolle Sachen. Oh. Schaut gut aus. Der Giftbaum. Okay. Das Ding da, das schaut gut aus. So. Chill. So. Warum? Das schaut lecker aus. Das schaut gut aus. Das schaut gut aus. Ja, ja. Questlock. So. Jetzt haben wir das. Seltene Arbeit. Tote Wölfe töten. Ah, okay. Tote Wölfe töten, Wölfe töten müssen wir dafür, ne? Obwohl, das Leder hätten wir schon. Guck mal. Ah, Adler. Adler. Hast du irgendwo ein Wolf? Da waren ja Wölfe irgendwo, ne? Hm. Probieren wir es mal drüben, ne? So. Laufen kann der aber nicht, ne? Danke. Da ist ein Schatz. Warum ist da ein Schatz? Icarus. Auftrag. Da. Müssen wir da lang? Ein Eingang? Höhle? Ja, Höhle. Hölle, Hölle, Hölle. So. 50, 40 Meter, okay. Wie konnte das nur passieren, dass wir den vergessen haben? Ah, hallo! Entschuldige! Ja, scheiß die Wandern! Scheiß die Wandern! Scheiß die Wandern! Die überhaupt nicht gerechnet, Alter. Durchsuchen. Jetzt auf einmal rennt es wieder eine andere Sprache. Das ist irgendwie komisch, ne? Die Kiste. Hört auf zum Streiten. Jetzt stirbst du! Ne. Zack, Alter. Rutsch schon mal ein bisschen von meinem Speer, bitte, danke. Was haben wir da? Ein Speer haben wir da und Handschuhe. Und Ort abgeschlossen, sehr gut. Das Cannon. Oben, ne? Ling, ling, ling.
Hopp, hopp. Wie geht's denn da raus jetzt? Oder? Ne, da geht's nicht raus. Okay. Voll falsch, oder? Warte mal. Dahin. So. Kollege? Ich schwamm denn, ne? Da ist der Weg. Da müssen wir hin. Und ich brenne, oder? Nein, doch. Okay, gut. So. Du bist ja... Das schreckt mir nicht so, oder? Kann leicht was passieren, hast du gesehen jetzt, ne? Oh. Alter Schwede. Schreckt mir einfach da, ne? So. Junge. Ist es so finster, ne? Und dann schreckt der Mann so noch. Zwei Wolfsfälle sollte ich schaffen, aber. Find keine Wölfe zur Zeit, aber. Später. Klimpert das Zeus. Kling. Da klimpert ja alles. Εκλυπαρούμε του ελαίου σου δια την πληχθείως προσφορά και του χειριδίου. Κάμος εστίος, ναι. Είδε του το ευχαριστήσεις. Wo ist jetzt... Ach, ich muss mit der Frau reden. Okay. Hallo. Mächtiger Kephalos, ich flehe dich an. Kephalos. Schicke uns einen Kämpfer. Jemanden, der deines Speeres würdig ist. Hilf deiner Priesterin in der Stunde der Not. Dumbledore? Ich bin die Einzige hier, aber vielleicht kann ich helfen. Oh, Cassandra, du hast mich erschreckt. Immer. Warum bittest du um einen Kämpfer? Ich brauche jemanden, der würdig ist, den Speer des Kephalos zu gewinnen. Ich habe einige Inschriften im Heiligtum entziffert. Sie sagen, der Speer wurde in den Höhlen unter Kephalenia versteckt, als der Tempel errichtet wurde. Du könntest ihn mir holen, oder? Ich kann dich auch bezahlen. Ist das der Speer, nach dem du suchst? Das ist er. Oh, den Göttern sei Dank, du hast ihn. Sollen wir hier gratis hergehen? Betrachte ihn als Spende für den Tempel. Was? Keine Belohnung? Oh, Cassandra, ich stehe in deiner Schuld. Eklar. Wenn mein Tempel dir oder deinen Freunden jemals behilflich sein kann, schick sie her. Ich werde es nicht vergessen. Sehr, sehr gut. Okay. Das hab auch erledigt. Maka. Na? Best? Die Wurschneider. So. Was haben wir noch? Das haben wir abgeklappert. Drüben müssen wir noch hin. Was ist denn das da? Schulden eintreiben. Tja, dann machen wir das. Let's go. Auch Cash in the Dash.
Auch. Und der Befehlshaber ist da drüben. Okay. Cassandra, schön dich zu sehen. Ja, ja. Was ist denn das für ein... Cassandra, schön dich zu sehen. Jetzt muss ich mal schauen, wenn da Kopfgeldjäger auf mich drauf angesetzt sind. Nein. War vernichtet, sehr gut. Minderwertige Ware wirst du hier nicht finden. Verkaufen, Oma. Sachen. So, das könnten wir. Brauchen wir nicht. Weg damit. Steinaxt. Brauche ich auch nicht. Das können wir auch wegkicken. Gewöhnlich weg damit. Könnten wir eventuell wieder aufrüsten. Hm. Weg. Echt. So. Platz machen. Hoppala. Na egal. Das könnten wir auf. Die Schuhe können weg. Das Zeug verkaufen. Hilfe brauchen wir auch nicht. Haben wir jetzt hier, ne? So. Was gibt's denn da zum Kaufen Schönes? Nein, bessern wollten wir. Sachen noch. 2500 haben wir schon. Nicht schlecht, ne? Schwert. Schuhe könnten wir aufwerten. Zurück. Das brauchen wir nicht aufwerten. Ne? Kritische Trefferrate. Okay. Ja. Kritische Trefferschaden plus 5%. Okay. Zurück. Gravieren lassen. Kann man überhaupt gravieren? Kritische Partei. Okay. Das lassen wir mal. Kritische Teil. Zund. Oh. Warum nicht, ne? Oh yeah. So. So. Was haben wir da noch? Schaden. 20%. Der Schwede. Ja, klar. Oh, yeah. Okay. Oh, yeah. 30% kriegt Schaden, alter Schwede. Schnell. Nee. Vielleicht haben wir da was Besseres drauf. Auch nicht wirklich was. Okay. Die Rüstung, ne? Die kann man nicht verbessern. Schade. Schau bald mal wieder rein. Ja, servus. Hallo, Doris. Das Geschäft läuft wohl. Sag Markus, er soll selbst herkommen.
wenn er sein Geld will. Klar? Aber jetzt bin ich hier. Ja, ich war ein wenig in Verzug. Aber jetzt behauptet Marcos, ich schulde ihm das Doppelte, wegen der Zinsen. Das kann ich nicht bezahlen. Das Doppelte, das ist Wucher. Das habe ich Marcos auch gesagt. Du kennst ihn, er ist etwas extrem. Bezahl ihn und dann ist alles vorbei. Sag Marcos, dass ich bereits genug bezahlt habe. Ich fall doch nicht vor Söldnern auf die Knie. Oder vor jemandem, der dumm genug ist, sich Geld vom Zyklopen zu borgen. Vom Zyklopen? Damit hat er also das Weingut gekauft? Sieh mal, ich weiß, du verdankst Marcos dein Leben. Und dass er dich damals als Kind von der Straße geholt hat. Aber du weißt, dass sein Vorhaben verrückt ist. Malaka. Egal. Trotzdem bist du ihm noch Drachmen schuldig. Sieh es ein. Sobald der Zyklop euch erwischt, werdet ihr beide tot sein. Hä? Was ist jetzt so? Ich sagte doch, ich habe Marcos genug bezahlt. Ja. Ist das jetzt so? Ja. Ich jetzt mal Cash in der Tasche nicht? Oder was ist da los? Runden eintreiben. 1 Meter. Ich sagte doch, ich habe Marcos genug bezahlt. Ich soll jetzt umbringen, oder? Also gut, ich zahle doch. Hör schon auf. Ah. Schön. Das Geld gehört dir. Hau einfach ab. Eine Freude, mit dir Geschäfte zu machen. Nimm meinen Namen nicht in den Mund. Ich will nicht, dass der Zyklop zu mir kommt, wenn ihr eure Schulden nicht zahlt. Okay. 100 Kröten nur? Ja, nicht mehr so ein Umbringen für 100, Scheiße. Was sind die Idee? So, was die Idee gern? Idee auch gern, ne? Aber ich reiß mich zusammen, ne? So. Was haben wir denn? Ja, und jetzt? Geh weg! Sofort! Vierte! Vielleicht du die, Alter. Markus, müssen wir zurück. Wo ist mein Pferd? Los! Hast du was zu erledigen, Cassandra? Oh, hoppala, haben wir was gestohlen. Wollte ich nicht. Entschuldige. Ich hoffe, der reitet richtig dorthin, auch der Gauch, ne? Muss nochmal. So. Rast und folgen. Rest folgen, oder? Zwei, gut, okay. So. Hoppala. Und los geht's. Wo ist er jetzt? Und weiter. Ella. Wo ist er? Weiter. Komm, Marco. Marcos. Arriva, arriva, andale, andale, ja, ja. Malaka. Wo ist denn der? Hallo? Wo ist denn jetzt?
unten ist er? Was macht denn der da unten jetzt? Hä? Kehre zu Marco. Ja, wo ist er? Ey! Ja, ey. Wir meditieren da, sehe ich gar nichts mehr, flott Dunkelheit. Jetzt werde ich narrisch. Und der ist jetzt versteckt. So. Keiner gibt eine Information. Hallo. Είπα συλλέγου συνάνωθε. Τι έχει μάλα Μέγαν τύπον εκεί με τον σφεδέρα μου για πληθυσμό. Τι σόναρ καθεύγω. Ich verstehe euch nicht, leider. Wo ist er denn? Aufsitzen? Nein. Oh, das ist versteckt, leider. Hallo. Jetzt haben wir wieder verdrückt. Wollte im Vogel starten, ne? Mal schauen, ist es der Markus? Ja, tatsächlich. Warum ist denn jetzt auf einmal da? Mann, Mann, Mann. Na los, komm. Los! So. Giving. Jetzt haben wir wieder umsonst geritten, ne? Absteig. So. Hier bleibt nicht mehr viel Zeit, bis dich der Zyklop holen kommt, Malaka. Er will sein Geld. Kann ich einen Aufschub haben? Wenn er zurück nach Kefalenia kommt, bist du tot, sobald er vor Anker geht, wenn du es dann nicht hast. Nun, bleiben wir zivilisiert. Du kannst dich nicht ewig hinter deiner Söldnerin verstecken, Markus. Er bringt dich, die Kriegerin und dieses rotznäsige Mädchen um, das immer bei dir ist. Natürlich, kein Problem. Ich besorge die Drachmen. Gut, sonst sehe ich zu, wie der Zyklop dich an seine Ziegen verfüttert. Ah, Cassandra, das Strahlen in deinem Gesicht sagt alles. Doris hat dir die Drachmen bezahlt. Wer strahlt denn? Ich habe gerade erfahren, woher du die Drachmen für das Weingut hast. Hast du jetzt völlig den Verstand verloren? Wir können uns das Geld zurückholen, oder? Das müsste doch möglich sein. Hä? Das ist unmöglich. Glaub mal dran. Wahrscheinlich, dass wir es schaffen. Weil wir sind ganz optimistisch und sagen, ja, wir schaffen das, ne? Wir schaffen das. Was bleibt uns sonst übrig? Wir brauchen einen Plan. Plan kann ich am besten. Deine üblichen Tricks werden dafür nicht ausreichen. Oh, mir fehlt die gute alte Zeit. Erinnerst du dich? Alles war einfach. Du hattest nichts, so klein und allein. Und ich hatte alles.
Ich habe dir die Welt geschenkt und Kefalinia in deine Hände gelegt. Cassandra! Alexios! Wie ein Fels in der Brandung liegt sie da, ne? Riezi! Solche Fische werden nicht jeden Tag angespült. Oh. Hungrig? Ich schlag dir ein Geschäft vor. Ich tue etwas für dich. Du tust ein paar Dinge für mich, alle gewinnen. Besser wird es nicht. Hm? Denk drüber nach. Blacker. Warte! Kinderfänger. Evalenia. Schönes Geschenk. Du warst nichts ohne Markus. Und sieh nur, wie weit du es gebracht hast. Vom Waisenkind auf der Straße zur Söldnerin mit einer Hütte. Und das will uns der Zyklop alles nehmen. Ich kann dich nicht ewig vor ihm beschützen. Er wird mich auch umbringen. Ach, hab doch keine Angst. Sieh dich an! Wie könnte ich es mit ihm aufnehmen? Mit welcher Waffe? Einem rostigen Speer? Einem kaputten Bogen? Da bist du ja. Du kannst mir nicht entgehen, indem du um den Tempel herumschleichst. Drusilla, ich sprach gerade von dir. Ach ja? Ich brauche das Holz, Markus. Die ganze Insel wird über die neuen Bögen sprechen. Aber ich kann nichts machen, wenn diese Malakes die Holzlieferungen aufhalten. Natürlich nicht. Deshalb habe ich gerade meine Freundin Cassandra in die Einzelheiten eingeweiht. Sie hat auch schon einen Plan gegen diese Banditen. Sie ist der stille, tödliche Typ. Es ist mir egal, wer es tut, aber jemand muss diese Banditen töten. Heute noch. Eine prächtige Idee. Ich muss leider nach Hause. Cassandra, ich habe einen Plan für unser Zyklopendilemma. Komm zu mir, wenn du Zeit hast. Wenn du dein Holz willst, musst du zuerst meinen Bogen reparieren. Ich bezahle sonst nur, wenn die Arbeit getan ist, aber so langsam, wie es vorangeht, folge mir. Diese Bögen machen mich reich wie Krösos. Die scheinen sehr gut zu sein. Ein Krieg droht. Die Athener brauchen gute Bögen, wenn sie Sparta aufhalten wollen. Gib mir. Alle gewinnen, nehme ich an. Wer bist du? Etwa Markus? Du solltest diesen Kleinkram hier aufgeben. Dieser Krieg kann dich reich machen. Und ich habe gehört, du bist in Wahrheit aus Sparta. Das ist lange her. Jetzt lebe ich auf Kefalenia. Gib ihn mir! Bitte schön, so gut wie neu. Der Bogen ist so stark wie Herakles persönlich. Probier ihn aus. Schieß einen Pfeil auf diese Puppen. Daneben. Daneben. Schulden eintreiben. 1125. Boah, sind wir bald Level 60. Mehrere Quests angenommen. Reden. Und besorgst du mir jetzt mein Holz? Diese verdammten Banditen brauchen eine Abreibung. Wie abgemacht. Ich löse dein Holzproblem. Na endlich!
Marcos hat Glück, dich für die Drecksarbeit zu haben. Irgendeine Idee, wo diese Banditen sind? Ich bin keine Spurenleserin, sondern Bogenerin. Irgendwo in den Bergen, so viel ist sicher. Vielleicht sind sie in den Holzfällerlagern. Hier gibt's jede Menge Bäume. Warum brauchst du gerade dieses Holz? Ich arbeite an einem neuartigen Bogen. Er ist flexibler, deshalb hält er länger und man kann weiter schießen. Nur eine sehr spezielle Holzart, die in den Bergen wächst, eignet sich dafür. Ich erledige die Banditen. Ich bitte darum und möglichst schnell, wenn es geht. Jo. Ich werde mich um die Banditen kümmern und besorge dir das Holz so schnell ich kann. Hab Geduld. Es dauert nicht lange. Wenn du wüsstest, wie lange Marcos mich schon hinhält, würdest du das jetzt nicht sagen. Ich habe etwas für dich getan, nun tust du etwas für mich. Hol mein Holz. Haben wir dich schon nicht gekillt oder so? Schauen wir mal. Also mir kommt schon vor, dass wir dich schon fertig gemacht haben, ne? In die letzten Folgen. Warte mal, Herr Adler. Beschleunigen. Ah, nee, gucken wir das Pferdchen. Ja, schön hast du das gemacht, Cassandra. Bewegung! Ja, hopp, hopp. Zum Ziel. Ich glaube, das haben wir schon gemacht, ne? Was ist, wenn der Angriff ist? Was ist? Ella! So. Warum läuft denn der so? Ne. Vielleicht eine Einbahnstraße, ne? Hier kam es zu dem Hinterhalt. Ich sollte mich umsehen. Komm schon. Da war was. Fußspur. Ziemlich viele Fußabdrücke. Eine Gruppe ist von hier aus nach Westen aufgebrochen. Der Karren wurde leergeräumt und liegen gelassen. Der Dieb kann mit der Fracht nicht weit gekommen sein. Ihr sexy, ihr Wolfi, die brauch ich ja. Komm her. So was, so komm her. So, Gift rein und dann haben wir das erledigt. Ne? Durchsuchen, gib mir ein Fell. Zwei. Jetzt wird mir nur ein Wolfsfell. Was während der Angriff geschah? Warte mal. So. Malaka. Malaka? Suchen, danke. Wo sind da hier die Dinger da? Holzfällerlager. Hier werden sie besonders wachsam sein. Ah, hier. Servus. Übrigens, die Cassandra. Jetzt habt ihr wieder respawnt, ihr Gauner. Ich mach dich in Stücke. Nope. So. Bolognese. Boro, Boro. Warte mal. Wo ist mein Adler? War's das jetzt so? Da ist auch nichts.
Warte mal, Holzfeuerlager? Westen. Da müssen wir da, ne? Westen ist da drüben, ne? Schauen wir mal rüber da. Und die fliegt. Schaut's da aus? Okay. Tschack. So, zerbröselt der Keks, ne? Jo, Cassandra, ne? Da müssen wir, glaube ich, darüber schwimmen. Oh, Wolfi. Okay. Und ein Schatz. So. So gefällt mir das. Mal, was bist du? Was er dafür verlangt hat, war lächerlich. Und ich lasse kein Leben, der versucht hat, mich übers Ohr zu hauen. Was ist denn das? Okay, Cassandra. Wir müssen da entlang. Gibt es da noch Hinweise? Oder irgendwas? Bauern? Nein. Orts? Nein. Naja, schwimmen wir rüber, ne? Hier ein Schiffchen. Sieht schlecht aus, ne? Schade, Bademeister, ne? So, hoffentlich frisst uns kein Hai. Schießrack oder so? Oder was? Nö, schade. Dun. Banditenlager entdeckt. Auftauchen. Schön rein da. Sops. Ja. Wie wir das Lager aufmischen, ja, das sehen wir in der nächsten Folge.